Der Aufreger der Woche. Nach dem Konfrontationsvideo von Nikos kommt es zum Schlagabtausch zwischen ihm und Matteo. Koshi macht den Überflieger. Ja, das ist schlimm. Ganz ehrlich, ohne Scheiß, wenn wir rauskommen, dann reden wir nochmal darüber. Und dann sagst du, dass es so schlimm war, was du da gesehen hast. Buddy, ist halt nicht mehr. Das verpisst dich nämlich. Hey! Ich meine, das Thema will ich nicht nochmal auftischen, das hatten wir hier schon. Mir ist scheißegal. Du hättest doch reden können. Verstehst du? Du hättest reden können. Wenn mich einer so angeht, dann werde ich mich auch verteidigen. Das Thema hatten wir schon einmal. Ja, genau. Warum fängst du damit an? Es reicht. Dann fick dich einfach. Und die Freundschaft dann beenden und dann war das letzte in Ordnung für dich. Gut. Machen wir das. Ein Ende droht auch einem der Nominierten. Bei Luana liegen die Nerven blank. Ich nominiere Luana. Auch wenn es mir schwerfällt, Luana. Luana war ein komisches Gefühl, war nicht schön, hat mich getroffen. Alles gut. Ich glaube, für Luana ist das insgesamt hier alles sehr hart, weil sie eben den Anschluss nicht ganz so gut gefunden hat, wie ich jetzt zum Beispiel. Das wussten wir von Anfang an, dass es passieren kann, Mausi. Ja, ich weiß. Und das heißt gar nichts. Vergiss das einfach nicht. Jeder musste jemanden nominieren. Das war alles ein bisschen viel. Nach den bitteren Tränen folgen Tage der Versöhnung. Ich finde es gut, dass du uns noch mal die Möglichkeit gegeben hast, dir einfach mal zu erklären. Danke euch, dass ihr so ehrlich und offen mir das gesagt habt. Damit ist das Thema auch dann abgeschlossen. Wo eine Front sich schließt, öffnet sich andernorts eine neue. Im Nachhinein ist es für mich halt scheiße gelaufen, großer Bruder. Ich nominiere Simon. Sorry, Bro. Ich küsse deine Nasenspitze. Ja, ich war schon geschockt, traurig, ein bisschen wütend. Aber haben wir nicht, oder hast du nicht gesagt, ich dachte, wir drei Neulinge haben erst mal. Ja, aber ich habe ja auch mitgekriegt, dass du auch gegen uns ein bisschen Stimmung gemacht hast, von daher. Was? Du hast gesagt, dass du der Kommunikativste bist von uns Neuen. Aber naja, weil du damit ja Werbung für dich und gegen uns machst. Auf einmal ist die Dreierbindung jetzt auf einmal weg. Gut zu wissen. Da erkennt man, ne, wer anscheinend nicht vertrauen kann und wem nicht. Den hier. Doch die Dreierbindung schließt im Laufe der Woche brüchigen Frieden. Tut mir leid, dass du in dieser Situation jetzt bist. Das fuckt mich selber an. Alles gut. Sie hat halt ihre Gründe. Für mich sind es teils auch Ausreden. Und dementsprechend würde meine nächste Nominierung dann auf Frauke fallen. Ich war nur in dem Moment geschockt, weil ich nicht damit gerechnet habe. Für mich ist dann auch die Sache erledigt. Also im positiven Sinne. Ich will da kein böses Blut. Böses Blut ist wiederum ihr Thema. Frauke ist zum dritten Mal nominiert. Ich bin ja wirklich am absolut nominierten Stammtisch. Ich nominiere Frauke. Du findest mich scheiße, ich weiß. Ja. Also dein Charakter, deine Art, dein Hoch 100, das gefällt mir einfach nicht. Ja, musst du ja auch nicht. Du juckst mich auch nicht, von daher ist es fein. Christian hingegen juckt sie sehr. Ich nominiere Frauke. Die Nominierung von Christian hat mich definitiv überrascht, ja. Aber weißt du, so ausgerechnet so ein Christian, der immer so predigt, was für ein geiler Typ ist und wie ehrlich und authentisch. Und dann sagst du hinter meinem Rücken zu Markus und so, was du alles für ein Problem mit mir hast und wie scheiße du mich findest? Verpiss dich. Wenn jemand ein Problem mit mir hat, hat er zu mir zu kommen und mir das zu sagen. Ich habe kein Problem mit ihm. Christian kann mich wirklich komplett. Der braucht sich bei mir nie wieder einkratzen. Und der braucht auch nie wieder zu mir kommen und sagen, lass mal feiern gehen. Er hätte die Chance gehabt, mit mir zu reden. Es ist dann einfach egal, dann ist es so. Ganz egal ist es dann doch nicht. Die Nominierung raubt Energie. Geht's dir gut, Frauke? Ach so, mit dem Button, das nervt. Es macht auf jeden Fall keinen Spaß, jetzt eine Woche lang wieder mit dem Button rumzulaufen. Ach, Frauke, heute Abend ist er ja wieder weg. Letzte Worte vor der Entscheidung? Bis jetzt ist, glaube ich, jeder beim dritten Mal nominiert sein rausgeflogen. Deswegen rattert mein Kopf schon sehr. Und das ist halt schon ein Druck. Weil ich mir auch manchmal denke, vielleicht bin ich auch zu ruhig. Wenn man weiß nicht, wie es weitergeht, während alle anderen ganz entspannt die Woche genießen können. Vielleicht bin ich auch zu normal. Ich glaube, wenn es dann soweit ist, ich glaube, dann habe ich richtig Eiersausen und Arschwasser des Grauens. Ich möchte natürlich super gerne hierbleiben. Ich möchte ins Finale. Für mich ist das größte Erfolg, hier zu sein. Dann kann ich halt nur hoffen, dass die Zuschauer irgendwie Lust haben, mich noch zu sehen. Wir wissen, es ist teuer, aber bitte ruft für uns an. Wie viel kostet denn ein Anruf? 50 Cent, Laura. 50 Cent. Ich weiß, damit könnt ihr euch drei Wassereise holen. Aber ihr würdet uns was Großes damit tun. Yeah. Yeah!
Ja.